Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Wort zum Sonntag bzw. einem neuen Plauder-Vlog. Ja, der Hintergrund ist jetzt nicht so schön. Diese Wand ist eigentlich weiß, aber da sie im Schatten ist, wirkt sie, als wenn sie grau wäre. Deshalb habe ich zumindest meinen Zudeck hier noch hingelegt, damit noch ein bisschen Farbe mit im Spiel ist. Ja. Und des Weiteren läuft wieder mal der Trockner im Hintergrund, aber zumindest piepst er jetzt nicht. Das braucht schon mal was, ne? Ja, ich habe einiges erlebt diese Woche. Und diese Erlebnisse waren sehr unterschiedlich. Das heißt, es waren schöne oder auch angenehme Erlebnisse und auch Erlebnisse, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Und die möchte ich euch jetzt gerne mal erzählen. Und zwar hatte ich ja Anfang der Woche am Dienstag vor, hier zum Rathaus in Schopfheim zu gehen und dort mal vorzusprechen. Das habe ich auch gemacht. Und erfreulicherweise waren dort die Ansprechpartner sehr freundlich zu mir. Völlig anders, als ich das am Bodensee erlebt habe. Und ja, die Angestellten dort haben nicht gleich gefragt, ja, warum ich denn nicht in NRW was für mich gesucht habe oder warum ich denn einfach hier runtergekommen bin oder dergleichen. Das hat sie gar nicht interessiert, sondern sie haben direkt geschaut, ob sie mir irgendwie helfen können. Und die Ansprechpartnerin, die sich dann speziell um mich gekümmert hat, die hat dann auch gesehen, dass, also es gibt hier in Schopfheim sozusagen drei Häuser. Teilweise sind sie für Flüchtlinge, aber auch für Deutsche, die momentan wohnungslos sind. Ein Haus davon ist komplett leer, aus verschiedenen Gründen. Da kann also niemand rein. Und eins der Häuser ist erst 4 oder 5 Jahre alt, also noch ja, ganz neu, schick und modern mit Balkonen und Terrassen davor für jeden Bewohner. Und da, ein weiteres Haus, das ist schon sehr alt. Und in diesem Haus war noch ein Zimmer frei. Naja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich überhaupt hier irgendwo unterkommen kann, weil ich halt gerne hier in Schopfheim bleiben wollte oder würde, da mir dieser Ort erstens sehr gut gefällt und die Geschäfte nicht so weit entfernt sind, ich hier auch ein Fahrrad habe, mit dem ich einkaufen fahren kann und ja, der Ort ist auch nicht so überlaufen, dann hat es ja noch einen wunderschönen Fluss hier, die Wiese, und der ist auch ganz nah. Also fußläufig zu erreichen und nachher, ja, und auch noch ein Wald dahinter. Es passt eigentlich alles. Ja, und das Schönste ist, dass hier ein sehr guter Freund von mir wohnt und mein Sohn ist ja auch gerade hier. Von daher, ja, würde ich schon sehr gerne hier bleiben. Und zwar wurde ich vorgewarnt von der Dame, dass in diesem Haus hauptsächlich Männer wohnen. Nur eine Frau, also wir wären dann zu zweit, ansonsten nur Männer und ja, teilweise Männer, die mit Drogen oder Alkohol zu tun haben. Ja, wie das eben manchmal so ist, ne? Gut, ich habe mir gedacht, okay, es könnte vielleicht anstrengend werden, aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, versuch's einfach mal. Schau dir das mal an und dann sehen wir weiter. Ja, dann haben wir einen Termin ausgemacht für am Nachmittag um 14 Uhr. Sollte ich dann dorthin kommen, dass ich dann dort sozusagen eingewiesen werde. Ja, dann bin ich da auch hingefahren mit dem Fahrrad. Nee, ich bin zu Fuß gegangen, sowas. Und habe schon mal mein Einkaufswägelchen vollgepackt mit Bettzeug und Yogamatten.
Weil das Zimmer dort, genau, das hatte sie mir gesagt, das Zimmer ist komplett leer, da ist nichts drin, kein Schrank, kein Bett, kein gar nichts. Ja, deswegen habe ich eben gedacht, dann nehme ich mir zumindest schon mal Bettzeug mit und eben Yogamatten, dass ich was habe, worauf ich heute Nacht schlafen kann. Ja, und dann habe ich mir halt noch mein Waschzeug mitgenommen, was man halt so braucht. Und an dem Tag war ich extrem müde, da ich die Nacht davor kaum geschlafen hatte vor lauter Aufregung. Ja, da ich ja wusste, dass ich wahrscheinlich ein Zimmer bekomme hier, ne? In diesem, ja, ein Wohnheim ist es nicht, es ist eine Notunterkunft und das ist ein Riesenunterschied, ja. Das ist völlig anders als ein Wohnheim, kann man überhaupt nicht vergleichen. Als ich dann dahin kam, waren die Personen, die mich dort einweisen wollten, zwei Polizisten, ein weiblicher Polizist und ein männlicher. Da habe ich schon gestaunt. Das hatte ich nicht erwartet. Ja, und in diesem Haus hat es eine Gemeinschaftsküche für 9 Personen mit mir zusammen, wären wir zu 10 gewesen. Eine Gemeinschaftsdusche, auch für alle. Und 3 Toiletten. Genau. Und wenn man in das Haus reinkommt, da kommt man erst in einen kleinen, kurzen Flur und dann kommt ein ganz langer, schmaler Flur. Und von da aus sind dann immer die Zimmer, jeweils rechts und links. Und am Ende ist die Gemeinschaftsküche. Was ich toll fand, war die Stelle, oder was ich immer noch toll finde, ist die Stelle, an dem das Haus steht. Das steht nämlich noch näher an der Wiese als das Haus, in dem ich jetzt bin. Praktisch direkt daneben. Da ist nur der kleine Fußweg dazwischen. Sonst nichts. Also eine perfekte, wunderschöne Lage. Und auch vor dem Haus ist so ein bisschen wie Garten. Da steht dann ein großer Tisch, verschiedene Stühle, auch so Liegestühle, ein Grill ist dort. Ja, so dass man das eigentlich dort genießen kann, da draußen zu sitzen. Und ist auch überdacht. Nicht schlecht. Also hat mir direkt gefallen. Nur auf dem Tisch stand ein großer. Ja, ich weiß nicht, ob das ein riesen Kassettenrekorder war oder sowas in der Art mit dicken Boxen. Der war aber zu dem Zeitpunkt aus. Ja, dann sind wir da reingegangen und sie haben mir mein Zimmer gezeigt und das war schon der erste Schock für mich. Also, ich war ja noch nie im Gefängnis bis jetzt, aber so stelle ich mir die Zimmer in einem Gefängnis vor. Ja. Wer meine Videos aus Lagomera kennt, ich habe ja zwischendurch in einer Ruine am Rande der Stadt vom Playa Santiago im Süden von Lagomera gelebt. Und ja, dieser Ruinenraum war gegen das Zimmer noch Gold. Ja, also richtig abgeranzt. Sehr verunreinigt. Die Wände, die Decke, wie der Boden auch. Und es war am Boden noch eine Doppelmatratze von dem Vorgänger. Auch die war sehr, sehr unansehnlich. Und dann stand noch verschiedenes Zeug, auch von den vorherigen Bewohnern dort. Teilweise schmutzige Töpfe und ja, also mein erster Gedanke war, schnell wieder weg hier. Aber ich habe dann gedacht, okay, ruhig bleiben, Lara, versuch's trotzdem. Dann habe ich die Polizistin gefragt, ob sie die Sachen von dem Vorgänger entfernen können, weil so kann ich mich da nicht drin wohlfühlen. Und da meinte sie, ja, das dürfen sie nicht. Das muss dann speziell entsorgt werden. Und sie würde aber jemanden anrufen und Bescheid geben, dass dann in 2, 3 Tagen die Sachen abgeholt werden. Jo, dann habe ich halt die Matratze hochkant gestellt. Und das Laken, was da drauf war, das sah noch einigermaßen gut aus. Das habe ich dann so darüber gehängt, damit man den, ja, ich will nicht so genau drauf eingehen, damit man halt das nicht so sieht, was zu sehen war. Und habe in die Tüten reingeschaut, die dort standen. Und also da, nee, da war dann teilweise auch Müll drin. Dann habe ich den ganzen Müll da raus und habe den in eine Tüte komplett rein und habe das schon mal entsorgt. So sah es noch schon besser aus. Und den verschmutzten Topf, den hatte ich dann in die Küche gestellt, an die Seite erstmal, damit er zumindest nicht mehr in meinem Zimmer ist.
Dann habe ich erstmal den Boden gründlichst gereinigt und habe dann meine Yogamatte hingelegt. Ja, und kurz nachdem die Polizisten weg waren, habe ich dann gehört, dass draußen, also auf dem, ja, Vorplatz, Gartenstück, die Musik angedreht wurde, und zwar auf volle Lautstärke. Gaia kam gerade zurück, er war jetzt ein bisschen bei Paul. Ja, jedenfalls, da habe ich mir so gedacht, ja gut, da die meisten männlichen Bewohner dort jünger sind als ich, habe ich mir gedacht, ja, da kann er ruhig ein bisschen Musik hören, so ein, zwei Stündchen, ist ja nichts gegen einzuwenden. Ich fand es zwar von Anfang an ein bisschen anstrengend, da es Techno-Musik war und eben sehr laut, hier bum, 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 bum. Und man hat es echt bis drinnen gehört. Selbst im Zimmer, wenn ich die Tür zu hatte, habe ich das auch noch gehört, ja. Jo. Dann sind aber 3, 4 Stunden vergangen und die Musik war immer noch an. Und es war dann mittlerweile für mich schon schier unerträglich. Und dann hat er auch in seinem Zimmer, was also nicht direkt neben mir war, sondern das zweite neben mir, hat er auch noch ganz laut Musik angehabt, auch Techno-Musik, aber eine andere. Dann habe ich dann beide gehört und die war dann auch noch lauter. Dann kamen immer mehr Besucher von den Bewohnern. Es wurde immer lauter im ganzen Haus und die haben sich dann auch in der Küche versammelt und haben dort, jo, Alkohol getrunken. Und ja, ich kann es nicht anders sagen, immer mehr rumgegrölt. Und immer lauter, sind dann auch im Flur vor meinem Zimmer gestanden und auch gelaufen und haben da auch laut ja, den einen oder anderen gerufen oder was weiß ich nicht noch. Und derjenige, der die ganze Zeit Musik so laut anhatte, ich hatte ihn dann mal gebeten, nach 4 Stunden, ob er die Musik vielleicht jetzt mal ausmachen kann, weil es sind ja noch andere Bewohner hier und nicht jeder möchte das vielleicht hören. Und dann meinte er nur zu mir, wie, jetzt schon? Ja, dann hat sich nichts geändert, ne? Und später dann hat derjenige sich dann auch total aufgeregt über den einen oder anderen und hat da rumgeschrien, die Türen geknallt und auch geflucht, die ganzen Kraftausdrücke. Es wurde einfach immer heftiger und zwar waren die anderen waren eigentlich alle ganz niedlich und auch nett, ja? Das ist es nicht, wirklich nette junge Menschen. Aber es nützt halt nichts, ne? Wenn es zu laut ist. Und ich war ja auch noch so müde an dem Tag. Also es war für mich sehr anstrengend. Trotzdem habe ich weiter gedacht, okay, versuch's weiter, vielleicht wird es ja nachher noch ruhiger. Dann habe ich mich mit einem ein bisschen länger unterhalten. Und der meinte dann, ja, da hatte ich ihn gefragt, ob das immer so hier abgeht. Und da meinte er, wieso? Heute ist es doch richtig leise. Ja, und dann habe ich gedacht, wie? Normalerweise ist es noch heftiger, meint er ja. Und da habe ich dann gefragt, wie ist es nachts? Hat man wenigstens nachts an Ruhe, dass man ruhig schlafen kann? Und meint er, nein, nicht wirklich. Weil manche kommen erst nachts nach Hause und dann wird es auch laut. Ja, und das ist des Öfteren hier so. Ja, dann habe ich das bis 21 Uhr probiert und dann bin ich geflüchtet. Und ich war so froh, als ich da wieder weg war. Nee, geht gar nicht. Also, ja. Ich würde mal sagen, absolutes No-Go. Eine Zumutung. Nee. Ja, das war das war mal eins der Erlebnisse, also die nicht unbedingt hätten sein müssen, aber es war eine Erfahrung, die ich wieder gemacht habe. Okay. Ja, seitdem bin ich jetzt wieder hier, wo ich vorher war. Hier habe ich auch meine absolute Ruhe. Richtig angenehm. Nee, ich hätte auch gar nicht mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen in dieser Küche kochen wollen. Nee, das wäre das absolute, ja, keine Ahnung, Chaos geworden. Nee, geht echt gar nicht. Dann brauchte ich erstmal 2 Tage, um mich von diesem Schock zu erholen. Und habe auch versucht, die nette Dame, die für mich zuständig war, zu erreichen. Aber die ist momentan gerade im Urlaub. Und so wurde das auch nichts. Und ich habe nächste Woche Dienstag um 11 Uhr sowieso einen Termin bei ihr. Also muss ich jetzt halt noch warten, bis sie wieder da ist.
Ich habe auch mit dem Vater von Paul gesprochen, ob das okay ist, wenn ich noch ein bisschen länger hier bin. Und er meinte, ja, das ist kein Problem. Er arbeitet zurzeit hier nicht oben und dann, ja, stört das überhaupt nicht. Dann habe ich den Vater von Max gefragt, ob das okay ist, wenn ich noch ein bisschen länger hier bleibe. Ich habe ihm die Situation erklärt und er hatte Verständnis und hat auch gesagt, dass er im Moment hier auch nicht arbeitet in diesem Haus. Er hat momentan andere Baustellen, auf die er auch Geier die Woche fast täglich mitgenommen hat. Und ja, deswegen kann ich ruhig noch ein bisschen länger hier bleiben. Es macht nichts. Ja, und ich habe den Bruder von Max, der hier unten im Haus wohnt, habe ich auch ein bisschen was gegeben für Strom und Wasser, da das alles über seine Zähler läuft. Ne? Er muss das ja auch bezahlen. Und Gaia wird ihm auch noch was geben. Ja, und so ist er auch zufrieden damit und hat sich auch sehr gefreut. Er wollte es erst gar nicht annehmen, aber ja, wie gesagt, ich benutze ja das hier auch und dann bezahle ich natürlich auch was dafür. Das ist für mich selbstverständlich. Ne? Ja. Und der Vater von Max war auch so nett und hatte mir extra mit Gaia zusammen mit dem Auto noch eine Matratze und einen Lattenrost für das Zimmer gebracht. Das fand ich total süß. Ja, und das haben wir jetzt heute alles wieder zurückgeholt. Jetzt habe ich die Matratze hier, auf der sitze ich gerade. Und der Lattenrost steht im Flur. Weil den brauche ich nicht, den möchte ich nicht unbedingt. Genau, mir reicht eine Matratze. Naja. Dann 2, 3 Tage später, als ich dann das Video an der Wiese gedreht habe, in dem ich euch von meinen zukünftigen Plänen mit Max auf den Azoren erzählt habe, bin ich dort mit dem Fahrrad hingefahren, aber diesmal nicht mit in Klammern meinem, also es ist jetzt meins, ja. Max hat es mir geschenkt, weil er wollte es sowieso wegschmeißen. Gaia hat auch eins bekommen von Max, was Max auch nicht mehr braucht. Und das, was Gaia jetzt hat, ist aber deutlich größer. Es hat größere Reifen und auch der Sitz ist deutlich höher. Somit viel angenehmer zu fahren. Und da funktionieren auch alle Gänge, weil bei dem Fahrrad, was ich jetzt habe, da funktioniert auch noch Eingang. Warum bekomme ich immer das Fahrrad, was am schlechtesten fährt? Das war bis jetzt immer so. Aber gut, ich bin ja froh, dass ich überhaupt ein Fahrrad habe. Ja, und dann meinte Gaia zu mir, solange ich tagsüber arbeiten gehe, kannst du ruhig das Fahrrad nehmen, was ich jetzt habe. Kein Problem. Ja, dann habe ich mich gefreut und bin dann mit dem los. Nur der Sitz ist da so hochgestellt, ja, dass ich das Fahrrad ganz schräg legen muss, damit ich überhaupt auf das Fahrrad drauf komme. Und hatte auch nicht bedacht, dass wenn ich dann wieder da absteigen will, dass ich dann ja die gleiche Schwierigkeit zu bewältigen habe. Ja, beim Hinweg ging das noch einigermaßen, aber nach dem Videodreh bin ich dann ein Stück gefahren und dann ging es recht steil bergauf ein kleines Stück und wollte dann dort anhalten und habe nicht mehr daran gedacht, dass der Sitz ja so hoch ist. Ja, und dann bin ich mitsamt dem Fahrrad zur Seite geflogen und konnte mich aber gut abstützen mit den Händen, aber mit der linken Hand habe ich, ja, habe ich mich halt ein bisschen zu fest abgestützt und ja, seitdem tut mir jetzt das Handgelenk weh. Also am ersten Tag war es am heftigsten, wenn ich irgendwie die Hand so ein bisschen irgendwo abgestützt habe, dann hat es sehr geschmerzt. Jetzt habe ich Gaia vor 2, 3 Tagen diese Creme bei der Apotheke geholt. Ja, Retterspitz heißt die. Die hat er in La Gomera von einem sehr netten Einheimischen hat er die geschenkt bekommen, also es war nur noch ganz wenig drin, weil er damals so Schwierigkeiten mit seinem rechten Knie hatte und dort auch immer so Schmerzen hatte. Und die hat ihm dort sehr gut geholfen. Ja, und dann hat Gaia mich gefragt, ob ich die ihm bei der Apotheke hier auch besorgen kann. Ja, und dann habe ich die dort gekauft. Die hat einen Stutzenpreis. Die kostet 17,20 €, aber die ist auch wirklich richtig gut. Das ist eine Muskelcreme zur physikalischen Unterstützung und Massage bei der physiotherapeutischen Behandlung von Sportverletzungen des Muskel, Sehnen, ja, ich kann es gar nicht mehr richtig lesen, weil das so verdrückt ist. Muskel, Sehnen.
und Gelenksystems. Ja, und die hat auch meinem Handgelenk geholfen. Die habe ich jetzt in den letzten Tagen mir mehrmals draufgeschmiert. Und meine Schwester hatte mir ja mal, als ich noch in La Romeda gelebt habe, so ein kleines Arzneiköfferchen, nenne ich es jetzt mal, oder Täschchen, geschenkt mit verschiedenen Utensilien, wie zum Beispiel Mullbinden, ein Fieberthermometer und so weiter. Und da war noch eine Mullbinde drin und die habe ich mir dann mit drum gemacht zur Unterstützung. Ja, und jetzt ist es, seit heute ist es jetzt schon deutlich besser. Es tut nur noch ganz leicht weh. War wahrscheinlich eine Prellung oder Verstauchung, schätze ich mal. Ja. Und danach, nachdem das passiert ist, der kleine Unfall, habe ich dann erstmal geübt, mit dem Fahrrad zu bremsen und ja, rechtzeitig dann runterzukommen, bevor ich halt mitsamt dem Fahrrad umkippe. Trotzdem traue ich mich nicht, mit dem Fahrrad in der Stadt rumzufahren, weil da ist ja dann doch mehr los, es sind verschiedene Straßen, da hätte ich dann doch ein bisschen Bedenken, dass ich nicht rechtzeitig darauf achte, wenn ich bremsen muss und da dann mitten auf die Straße knall. Das muss ja nicht sein. Also da nehme ich dann lieber mein Fahrrad. Ja, aber ansonsten ist das ein Genuss, mit diesem Fahrrad zu fahren. Nicht halb so anstrengend. Ein richtig tolles Fahrrad. Ja, genial. Ja, was war noch? Dann wollte ich noch was zu der 3-Euro-Challenge sagen, die ich ja zuletzt angefangen hatte. Bis ich hierher gekommen bin, die hätte ich so auch gar nicht weiterführen können. Da ich am Anfang, die erste Zeit, als ich mit Gaia hier war, auch für Gaia mit eingekauft habe, also für uns beide, und so ja auch doppelt so viel Geld ausgegeben habe und auch anders eingekauft habe, als ich normalerweise eingekauft hätte. Genau. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass auch Gaia wieder einkauft und auch dann passt das nicht. Ja, das, wie gesagt, ich werde es euch dann mal abdrehen, wenn ich wieder ganz alleine wohne und nur so für mich einkaufen kann. Genau. Ne? So, und es wohnt ja unten der Bruder von Max mit zwei weiteren jungen Leuten zusammen, einer jungen Frau auch. Mit der bin ich jetzt auch schon öfter ins Gespräch gekommen. Das ist auch sehr nett. Und ich habe ihr ein bisschen die Situation erklärt und gesagt, dass ich hier eben was suche, wo ich erstmal unterkommen kann oder auch wohnen kann. Und dann fiel ihr was ein. Es gibt hier, das ist allerdings ein paar Kilometer entfernt und ist auch ein bisschen abseits, wohl irgendwie auf einem Hügel, ein älteres Bauernhaus. Und da wohnen einige Leute drin, auch in einer WG. Und die suchen wohl noch jemanden. Ja, und da möchte sie mal sich für mich umhören, ob da vielleicht wirklich immer noch was frei ist und ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Mal schauen. Ja. Weil ich möchte halt einfach gerne hier möglichst bleiben, also in Schopfheim oder hier nähere Umgebung. Das nächste Wohnheim wäre meines Wissens erst dann wieder in Lörrach. Das ist zwar auch nicht weit weg von hier, circa 15 Kilometer, aber Lörrach ist halt eine große Stadt. Ja, und wenn es nicht unbedingt sein muss, dann möchte ich halt nicht in eine Großstadt. Genau. Ja, mal schauen, was sich noch weiterhin ergibt. Jedenfalls, hatten wir gestern auch ein richtig schönes Erlebnis, also Gaia und ich. Wir waren gestern mit Max, seinem Vater und der Partnerin seines Vaters und noch seiner Halbschwester zusammen, die ist auch total süß. sind wir mit einem Auto und einem Anhänger ein ganzes Stück gefahren. Ich weiß es nicht genau, wie der Ort hieß, wo wir hingefahren sind. Also das ist auch außerhalb. Dort hat es jede Menge Apfel
Birnen und auch ein paar Pflaumenbäume. Und da sind wir mitgefahren, um zu helfen, alles, was an Obst runtergekommen ist von den Bäumen, aufzusammeln. Die guten zum Essen, also zum so pur essen oder auch zum für auf den Kuchen, um damit einen Kuchen zu backen oder Kompost zu kochen, was auch immer. Die weniger guten, um Moos zu machen, und die ganz schlechten zum Wegwerfen, weil sonst die Mäuse bis an den Baum rangehen und auch bis in die Wurzeln und davon die Bäume weg kaputt gehen. Wusstest du das? Ich wusste das nicht. Habe ich zum ersten Mal gehört. Ja, kann man mal sehen, ne? Ja, und das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wir waren da so circa 2, 2,5 Stunden alle zusammen am Aufsammeln. Und es war ja auch gestern richtig schön sonnig auch wieder, war richtig angenehm warm. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe mich viel unterhalten mit der Partnerin von Max, seinem Vater. Ja, das hat richtig gut getan. Und sie haben verschiedene Sorten von Äpfeln. Zwischendurch haben wir auch den einen oder anderen Apfel mal probiert. Richtig lecker. Ich blende euch gleich mal ein, was wir davon bekommen haben. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, das wollte ich euch vor allen Dingen erzählen, nämlich als wir uns aufmachen wollten, zurückzufahren, kam einem der Leute die witzige Idee, dass wir ja bis zur Straße runter, also bis zur Hauptstraße, und das war ein ganzes Stück, ja alle auf dem Anhänger hinten drauf sitzen könnten und so dann offen draußen mitfahren könnten, sodass nur Max sein Vater im Auto ist. Ja, so sind wir alle eingestiegen. Und das war echt ein wilder Ritt. Und Max, sein Vater, ist dann zwischendurch noch extra schnell gefahren. Haben noch Panik bekommen. Es hat sich fast so angefühlt, als wenn wir auf dem Pferd geritten wären. Richtig cool. Ja, das war ein richtig tolles Abenteuer. Dann wollte ich euch noch mal was zeigen. Den Korb mit den Äpfeln, den finde ich so schön, den will ich am liebsten behalten. Ich liebe solche Körbe. Ja, und die kleinen Äpfel, die schmecken am leckersten. Das sind diese hier, ja. Sind teilweise, also habe ich noch kleinere, die sind am süßesten. Mega lecker, die schmecken fast wie eine Sahnetorte. Ja, und unten im untersten Stockwerk, da sind alle anderen Äpfel noch, und es wurde heute auch noch Most gebracht von einem Teil der Äpfel, die schon gemostet wurden. Ja, und davon habe ich mir eben auch was abgefüllt. Richtig lecker, ja. Wahnsinn. Das nenne ich mal einen geilen Apfelsaft. Da kommt kein Apfelsaft aus dem Laden mit. Ja, und aus dem Apfelsaft, der dann noch in dem Fass ist, der wird aber erst eingekocht. Also der muss einmal aufgekocht werden bis auf 70 Grad oder etwas über 70 Grad. Dann sterben alle Organismen da drin und ja, alles, was dazu beitragen könnte, dass der Apfelsaft schimmelt, ab. Und dann macht das den Apfelsaft haltbar für, weiß ich nicht, mehrere Monate. Genau. Also so viel Apfelsaft trinkt man ja jetzt nicht an 1, 2 Tagen, ne? Ja, das war richtig schön. Es hat total Spaß gemacht. Ja, die sind alle echt sehr lieb hier, muss ich schon mal sagen. Ja. Ja. Jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich euch auch noch sagen wollte. Und zwar gibt es hier im Ort
Ja, das ist kein Laden, das ist beim Bahnhof. Das heißt, ihr Licht, dort kann man kostenlos Kleidung bekommen und auch Schuhe. Und Gaia hat sich dort schon einiges geholt und da werde ich heute auch noch hingehen, weil ich habe nur einmal diese Schuhe und diese Schuhe mit. Das sind ja Wasserschuhe hier, ja. Die sind ganz okay, wenn es warm und trocken ist und wenn es etwas kühler sind, sind die auch noch einigermaßen okay. Jetzt hat es aber heute sehr geregnet zwischendurch und dann waren selbst die hier vorne direkt nass. Die sind ja nur aus Stoff. Ja, weil ich habe meine Stiefel nicht mitgenommen, weil ich sie nirgends mehr unterbekommen habe. Ich hätte sie gerne mitgenommen, aber jo. Deswegen bräuchte ich andere Schuhe. Ja, jetzt für die Übergangszeit, die halt wasserdicht sind und auch ein bisschen wärmer geben. Genau. Dann habe ich auch nur so sehr dünne Pullover, zwei, drei mitgenommen und so Strickjäckchen. Das geht jetzt noch, aber es wird ja immer kälter. Deswegen könnte ich noch ein, zwei wärmere Pullis, am liebsten so Long-Pullis für die Legging hier zum Beispiel, gebrauchen. Und da werde ich dann nachher auch mal schauen, ob ich da vielleicht fündig werde. Ja, da ich kein Geld jetzt möglichst ausgeben will für Kleidung. Genau. Dann habe ich auch noch was Cooles erlebt. Und zwar habe ich hier in der Nähe, als ich vor 2 Tagen mal ein bisschen weiter in den Wald reingelaufen bin, habe ich eine große Höhle entdeckt. Wow, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Und die war dann innen drin ganz dunkel, da habe ich mich gar nicht reingetraut. Ja, die würde ich euch vielleicht gerne noch zeigen wollen, falls ich noch dazu komme. Wenn ihr sie denn gerne sehen möchtet, dann schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare. Ja, und ich habe jetzt auch schon des Öfteren Graureiher hier an der Wiese gesehen. Die sind so niedlich. Ich mag die ja total und ja, beobachte die auch sehr gerne. Ja, es ist einfach richtig schön hier an der Wiese. Ein ganz toller Fluss. Ja, und auch so abwechslungsreich, ne? Richtig klasse. Jo, ihr Lieben. Jetzt hoffe ich, dass ich euch alles erzählt habe, was ich loswerden wollte. Mir fällt jetzt momentan nichts mehr ein. Und ich denke auch, dass der Vlog jetzt lang genug läuft. Ach ja, dann möchte ich euch noch sagen, es geht ja jetzt wieder zum Monatsende hin und deswegen habe ich jetzt vor, wieder eine Monatsend-Videodrehpause einzulegen. Ja, von circa einer Woche. Ja, dass ihr Bescheid wisst. Genau. Ja, falls doch ein Video vorher erscheinen sollte, dann habe ich es nicht ausgehalten bis dahin. Aber es würde mir mal gut tun. Ja. Ja, dann danke ich euch noch ganz lieb für eure wieder sehr freundlichen, teils auch sehr hilfreichen Kommentare zu meinen letzten Videos und vor allem zu meinem allerletzten Video. Richtig toll, eure Kommentare, habe ich mich wieder sehr gefreut. Und danke euch auch fürs Zuschauen. Ja, wünsche euch noch einen schönen, hoffentlich entspannten Sonntag und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dann, lasst euch gut gehen.